Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich zeigen, wie der Fehler beim Starten von GeForce Experience behoben wird. Betrachten wir die Ursachen und alle bekannten Methoden für die Beseitigung. Das GeForce Experience Dienstprogramm wurde entwickelt, um Game-Ready-Grafiktreiber automatisch zu aktualisieren und die Leistung einer Grafikkarte in Spielen zu optimieren. Das Programm wendet die optimalen Einstellungen für alle Spiele an, durchsucht den Computer automatisch nach installierten Spielen und zeigt die aktuellen und empfohlenen Einstellungen für Effekte, Bildschirmauflösung, Textur, Filterung und so weiter an. In einigen Fällen tritt beim Konfigurieren oder Starten der Anwendung der GeForce-Fehler auf Fehlercode 0x0003 und auf dem Bildschirm sehen Sie, dass ein Fehler aufgetreten ist. Starten Sie Ihren Computer neu und starten Sie dann GeForce Experience. Leider hilft ein Neustart nicht immer, das Problem zu lösen. Das Video zeigt Ihnen verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das Problem beheben können. Dieses Problem kann unter Windows 10, 8 und 7 auftreten. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Schauen wir uns zunächst an, was diesen Fehlern verursachen kann. Nach Angaben der Benutzer gibt es mehrere Hauptgründe, die einen Fehler verursachen. Der erste Grund. NVIDIA Telemetry kann nicht mit dem Desktop integrieren. In diesem Fall kann das Problem gelöst werden, indem die Interaktionsauflösung in den Einstellungen dieses Dienstes festgelegt wird. Der zweite Grund. Einige der erforderlichen Dienste, damit NVIDIA funktioniert, reagieren nicht oder sind deaktiviert. Der Fehler tritt auf, wenn die Dienste deaktiviert sind. NVIDIA Display Service, NVIDIA Local System Container und NVIDIA Network Service Container. Um das Problem zu lösen, ist es genug, die aufgelisteten Dienste zu starten. Dritter Grund. Schäden an den NVIDIA-Treiber. Eine Fehlfunktion eines der mehreren Graphic Process Unit Treiber kann verschiedene Fehler verursachen, einschließlich dieses. Der beste Weg, dies zu beheben, besteht darin, alle erforderlichen NVIDIA-Komponenten neu zu installieren. Vierter Grund. Der Netzwerkadapter ist fehlgeschlagen. Der Fehler wird angezeigt, wenn der Netzwerkadapter spinnt. Normalerweise ist das Problem nur vorübergehend und wird durch erneutes Installieren der Verbindung behoben. Man muss WinShock zurücksetzen. Fünfter Grund. Ersetzen von Windows Update Treibern für eine Grafikkarte. Nach einem automatischen Windows Update wird möglicherweise eine Fehlerbenachrichtigung angezeigt. In diesem Fall müssen Sie die aktuellen Grafikkartentreiber entfernen und dann die neuesten Versionen installieren, die von der offiziellen Webseite heruntergeladen wurden. Lösungen. Schauen wir uns also Möglichkeiten an, um diesen Fehler zu beheben. Bevor Sie mit den folgenden Einstellungen fortfahren, starten Sie den Computer neu, starten Sie GeForce Experience und stellen Sie sicher, dass der Fehler weiterhin besteht. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, gehen Sie wie folgt vor. Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen des NVIDIA Telemetry Service. Stellen Sie sicher, dass der Dienst ausgeführt wird und mit dem Desktop integrieren darf. Öffnen Sie dazu das Ausführungsfenster, drücken Sie Win plus R, geben Sie Service MSC ein und drücken Sie die Enter. Suchen Sie im Fenster Dienste nach dem Telemetriedienst für NVIDIA Telemetry Container. Wenn es nicht hier ist und Sie nur drei andere sehen, gehen Sie zur offiziellen Webseite und laden Sie es hoch. Ich werde einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Wir öffnen danach die Dienste erneut und prüfen, ob sie angezeigt wurden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf, Eigenschaften, Öffnen. Öffnen Sie die Registerkarte, anmelden und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben
Interaktion mit dem Desktop zu lassen und klicken Sie dann auf Übernehmen. Anschließend kehren wir zum Fenster Dienste zurück und suchen nach dem folgenden NVIDIA-Anzeigedienst, dem NVIDIA-System-Container und für das lokale System und dem NVIDIA-Netzwerkdienst-Container. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf jeden dieses Dienste und wählen Sie Ausführen. Versuchen Sie nach dem Aktivieren dieses Dienstes die Funktion neu zu starten, die zuvor den Fehler verursacht hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, fahren Sie mit der nächsten Methode fort. Als nächstes müssen Sie die GeForce Experience zusammen mit dem Grafiktreiber neu installieren. Öffnen Sie dazu die Systemsteuerung, Programme und Funktionen. Sortieren Sie im Fenster Programme deinstallieren und ändern die Liste nach Publisher. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ersten Eintrag der NVIDIA Corporation und wählen Sie Löschen. Wiederholen Sie diesen Schritt mit jedem NVIDIA-Element und starten Sie den Computer neu. Öffnen Sie dann die NVIDIA-Website, rufen Sie das GeForce Experience Menü auf und laden Sie die Anwendung herunter. Sobald die Software installiert ist, werden die fehlenden Treiber automatisch installiert. Starten Sie Ihren Computer nach der Installation neu und prüfen Sie, ob der Fehler behoben ist. Wenn nicht, fahren Sie fort. Als nächstes müssen Sie den Netzwerkadapter zurücksetzen. Dieses Verfahren wird auch als Windchock Reset oder Neuinstallation von Netzwerkprotokollen bezeichnet. Führen Sie dazu die Befehlszeile als Administrator aus und geben Sie den folgenden Befehl ein: Netsch Windchock Reset Enter. Starten Sie den Computer nach erfolgreicher Ausführung des Befehls neu und suchen Sie nach Fehlern. Wenn dies nicht geholfen hat, fahren Sie mit der letzten Methode fort. Wenn der Fehler nicht behoben wurde, wird er höchstwahrscheinlich durch einen beschädigten Grafikkartentreiber verursacht. Um dies zu beheben, müssen Sie den Treiber manuell neu installieren. Öffnen Sie die Systemsteuerung, Programme und Funktionen. Wir suchen nach Programmen von NVIDIA und entfernen alles, was mit der GPU zu tun hat. Öffnen Sie dann den Gerätemanager und geben Sie zum Abschnitt Videoadapter. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Treiber mit dem Namen der Grafikkarte und klicken Sie auf Löschen. Nach dem Entfernen starten wir den Computer neu. Besuchen Sie die offizielle NVIDIA-Webseite Treiber-Downloads erweiterte Suche. Wir geben den Typ, die Serie, die Familie, das Betriebssystem, die Sprache und den Typ des Treibers sowie die Suche an. Laden Sie die gefundenen Dateien herunter und führen Sie es aus. Installieren Sie die Installation, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach der Installation prüfen wir erneut auf Fehler. Selbst mit dem anfänglichen PC-Besitz können Sie diesen Fehler in wenigen Minuten beheben, indem Sie die Anweisungen befolgen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen, diesen Fehler zu beheben. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Stellen Sie eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.